Die Gartenarbeiten im Juni sind sehr vielfältig. Auf der einen Seite die Riesenfreude, die ersten Ernten stehen an, wie Salat und Kräuter. Und auf der anderen Seite viele Pflegearbeiten, wie zum Beispiel das Mulchen. Es wird wärmer und damit die obersten Bodenschichten geschützt sind und man nicht so viel Unkrautjäten braucht, ist das Mulchen ganz wichtig. Dann, wie gesagt, das Jäten ist wichtig in dieser Zeit, damit die Energie in die Frucht und in die Gemüsepflanze gehen kann. Dann das leidige Thema Schnecken. Wir wissen alle, das macht gar keinen Spaß. Wir setzen was ein und am nächsten Tag ist es aufgegessen. Dieses Thema schauen wir uns auch an. Und das Thema Pflanzenstärkung, biologisch, organisch. Wir fangen gleich mal mit den Schnecken an. Wichtig ist es, die Nützlinge im Garten zu fördern. Im Naturgarten ist die Blindschleiche, der Igel und der Tigerschnägel ein ganz wichtiger Helfer gegen die Schnecken. Dann die Omas Methode ist, die Wege mit abtrocknetem Material vollzufüllen. Und natürlich auch ganz einfache Methoden, Kaffeesud um empfindliche Pflanzen rundherum streuen. Das mögen die Schnecken nicht. Oder auch Eierschollen, weil diese scharfen Kanten von den Schollen, das taugt ihnen überhaupt nicht. Eine super Möglichkeit sind diese Schneckenringe. Das gibt man einfach um empfindliche Pflanzen rundherum, drückt es in die Erde und die Schnecke kommt nicht zum Heiligtum des Gartens. Oder auch Kupferringe, weil Kupfer und der Schleim, das löst quasi eine chemische Reaktion, also das mögen die Schnecken überhaupt nicht und schützen meine Salatpflanzen. Wer das alles in Summe ausprobiert hat und noch keinen Erfolg hatte, der greift erst zum Schluss zum Schneckenkorn. Das gibt es in so geschützter Form, da kommt dann der Regen nicht dazu. Wichtig ist, dass dieses auch biologisch und natürlich ist und die Nützlinge des Gartens geschützt bleiben. Wenn ich mir den Buchsbaum so anschaue, dann erkenne ich schon die ersten Fraßspuren vom Zünsler. Den erkenne ich an der grünen Raupe und an diesen ganz dichten Gespinsten im Buchs drinnen. Was kann ich da dagegen tun? Da gibt es Spritzmittel, biologische Spritzmittel auf der Basis von Gerbsäuren. Die tue ich ins Spritzflascherl rein und sprühe den Buchs wirklich ganz innen im Gespinst tropfnass. Die Pflanzen im Garten und auf Balkon und Terrasse gehören jetzt gestärkt, vor allem auch die Rosen. Ab und an taucht dort der Mehltau auf. Das ist eine beliebte Pilzkrankheit bei den Rosen. Ein super Hausmittel ist natürlich die Knoblauchsbrühe. Da spritzt man diese an bedeckten Tagen über die Rosen drüber. Die Läuse kommen auch immer wieder vor. Was macht man da dagegen? Ein super altes Hausmittel ist Espresso abkühlen lassen, in eine Spritzflasche reingeben und über die Läuse drüber. Die kriegen einen kleinen Herzinfarkt, aber Achtung, ein paar Läuse sind ganz, ganz wichtig, denn nur dort, wo es Schädlinge gibt, dort tauchen im Naturgarten auch die Nützlinge auf. Und eine super Jauche, die die Pflanzen stärkt, egal ob es die Paradeiser sind oder die Rosen, ist die gute alte Brennnessel, die einfach spritzen oder gießen, dann sind die Pflanzen gestärkt.